Ja, hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute in Emmelshausen im Hunsrück. Ich habe mir hier eine Radtour aus diesem Buch hier, Bahntrassenradwege, ausgesucht. Und zwar führt der Radweg über eine ehemalige Bahntrasse, die Hunsrückbahn, von Emmelshausen über Kastellaun nach Simmern. In Simmern habe ich mein Auto geparkt und bin hierher schon der kürzeste Weg gefahren. Der Radweg nennt man auch den Schinderhannes-Radweg, eine Räubertour. Hier im Bahnhof hinter mir, da ist noch ein Museum drin, habe ich gesehen. Das ehemalige Hunsrückbahnmuseum, kostet 2 Euro Eintritt. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Ich starte jetzt gleich meine Tour und fange mal an. Ja. Wir begeben uns jetzt mal auf Räubertour. Hier ist das Symbol des Schinderhannes-Radwegs, dem folgen wir jetzt immer. Kilometer Radelspaß, den werde ich bestimmt haben, mit euch zusammen. Jetzt ist es gerade aus Emmelshausen rausgegangen. Wir haben übrigens Mitte Oktober, ein sehr schöner Herbsttag, kleines bisschen windig. Heute Morgen war es noch schön neblig, also das passt ja genau für eine Räubertour. Besser gesagt, hat genau gepasst. Hier ist ein Gedenkstein an der Bahnstrecke zur Erinnerung an die Toten am 4. Januar 1907 beim Bau der Bahnstrecke. Hier kann man sich richtig gut vorstellen, wie da einmal der Zug gefahren ist. Hier geht es schon runter, rechts und links. Und in der Mitte die Bahnstrecke. Ja. Und jetzt fahren wir halt mit dem Fahrrad hier, wenn wir mit dem Zug. Ist aber wirklich klasse gemacht bis jetzt. Echt zu empfehlen.
Welt. So, ich bin jetzt am ehemaligen Bahnhof von Pfalzfeld. Da schaue ich mich jetzt mal ein bisschen um. Ah, jetzt mal ein bisschen Leben durch die Waggons. Ja, Bahnhofsuhr gibt es auch noch. Sehr gut. Ein Signal haben wir auch noch. Auf der anderen Seite vom Bahnhof ist noch so ein Turm. Weiß ich jetzt aber nicht, was es ist. Ja, ich habe mal geguckt jetzt hier in meinem Buch, in den Waggons hier in Pfalzfeld. Da kann man übernachten, da kann man also drin schlafen. Also das ist bestimmt auch ein Abenteuer wert hier, mal zu übernachten und dann die Radtour am nächsten Tag weiterzumachen. Für mich ist es jetzt nichts. Ich mache gleich weiter, weil ich brauche noch keine Übernachtung. Weiter geht's. So, nach Pfalzfeld ging es jetzt hier ein Stückchen durch den Wald. Geht jetzt noch ein kleines Stückchen da vorne, geht es jetzt gleich raus. Wie der nächste Ort dann heißt, weiß ich jetzt gar nicht genau. Werden wir dann gleich sehen. Hahn. Gut.
vielleicht ein bisschen früher auf der Strecke, aber ich bin ja auch schon hergefahren bis nach Emmelshausen, von daher passt es wieder. Eine schöne Mittagspause mit ein bisschen Käse und Trauben. Ja, und ein Gläschen Wein darf auch nicht fehlen. Vorne kommt jetzt, glaube ich, ein Campingplatz oder was. Ja. 15 Kilometer nach Simmern. War schon ein schönes Stück gepackt. Jawohl, das ist gut. Sehr gut, was der macht. Das könnte der auf dem ganzen Fahrradweg machen. Wäre nicht schlecht. Ja, hier in Kastellaun, hier direkt da vorne neben den vielen Bushaltestellen, kreuzen sich jetzt auch die Radwege. Jetzt blende ich euch nochmal ein. Das war der Hunsrück-Mosel-Radweg und unser Schinderhannes-Radweg. Genau. Und die Leute sind jetzt vom Mosel-Hunsrück-Radweg gekommen. Und ich bin von hier gekommen, von gerade. Machen wir mal wieder weiter. Nochmal ein kurzer Blick hier runter in die Stadtmitte nach Kastellaun. Da kann ich jetzt aber nicht hin. Ich muss ja weiter unserem Schinderhannes Räuberhauptmann folgen. Aussicht zum Bell. Da schrieben wir ja auch noch einen Burgblick. Also
Also hier trennen sich die Radwege wieder. Der Moselradweg, der Hunsrück-Moselradweg und unseren Schinderhannes-Radweg. Da drüben geht es dann weiter mit dem Moselradweg. Ja, da geht es auch zum schönen Freizeitpark bei Bell. So, wo ich jetzt hier gerade im Wald bin, bei dieser schönen herbstlichen Stimmung, möchte ich noch mal kurz ein paar Worte über den Schinderhannes, gebürtiger Johannes Bückler, verlieren. Der ist ja schließlich Namensgeber unserer heutigen Radtour. Johannes Bückler wurde 1779 in Mielen oder Weidenbach geboren. Das genaue Datum ist nicht überliefert. Am 21. November 1803 wurde er in Mainz geköpft. Den Namen Schinderhannes erhielt er, weil er als Abdecker, der auch in mancherorts Schinder genannt wurde, gearbeitet hat. So, mehr will ich jetzt aber nicht davon sagen, was der alles noch angestellt hat und so weiter. Das könnt ihr selber mal nachlesen. Wir machen jetzt jedenfalls weiter mit unserer Räubertour und werden mal sehen, was noch alles auf uns zukommt. So, Neuerkirch ist erreicht. Nach Simmern sind es noch 6,4 Kilometer. Bald haben wir es geschafft. Wieder die Schilder hier vom Schinderhannes Radweg, alles genau beschrieben.
Das ist wirklich gut gemacht hier. Auch immer wieder so Infotafeln hier am Schinderhannes-Radweg. Hier ist der 50. Breitengrad. Der kreuzt hier den Hunsrück. Und hier ist noch so ein Stein. Wir befinden uns hier jetzt bei der Stadt Kölz. Das steht hier oben. Da sieht man noch ganz schwach das Wappen. Geht's nach Kreidelheim. Simon, noch 3,8 Kilometer. Nächster Tunnel, super. Echt super. Es macht ja richtig Spaß. Und da oben steht schon Simon dran. 1900. Hui. Ich bin jetzt an dieser Unterführung in Simon angekommen. Hier komme ich her von unserem Schinderhannes-Radweg. In die Richtung geht es jetzt weiter Richtung Innenstadt. Da will ich jetzt auf jeden Fall noch hin, zum Schinderhannes-Turm. Dann gucken wir uns noch an. Angekommen jetzt hier am Bahnhof in Simon. Hier endet eigentlich der Schinderhannes-Radweg oder unseren Bahntrassenweg. Ich mache jetzt aber immer noch weiter und suche unseren Räuberturm.
Jetzt bin ich auch am Räuberturm in Zimmern, ein ehemaliger Pulverturm, der als Gefängnis gedient hat. Da war uns anscheinend der Hannes drin gefangen. Ihm gelang dann allerdings auch die Flucht durch einen Ausbruch. So, da kann man auch reingehen, den Turm kann man besichtigen. Wir haben Glück, er ist gerade auf. Kann man mal kurz reingucken. Also da war der Schinderhannes gefangen. So, hier am Schinderhannes-Tour beende ich jetzt meine Radtour. Es war eine super Tour. Es war wunderschön zu fahren auf alten Bahntrassen, sehr zu empfehlen für Familien, Kindern, wirklich top. Und an euch bis zum nächsten Mal und super, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss!